Lieben, herzlich willkommen in einem neuen Video. Gleichzeitig muss ich nochmal sagen, herzlich willkommen in einem neuen Jahr. Und dieses Jahr 2018 bringt eine kleine Besonderheit mit sich, denn ich habe etwas getan, was ich bisher noch nie in keinem Jahr zuvor gemacht habe. Ich habe mir eine Leseliste für das Jahr 2018 erstellt. Und es ist tatsächlich etwas, was ich noch nie bisher getan habe. Ich habe mir noch nie vorgenommen, was ich lesen möchte. Ich habe mir zwar Ziele gesetzt, von wegen, ja, ich möchte dieses Jahr irgendwie mehr Reihen beenden oder ich möchte den und den Autor mehr lesen, aber ich habe mir nie vorgenommen, so das und das Buch, das willst du jetzt unbedingt in diesem Jahr lesen. Ich weiß auch irgendwie nicht, wie es gekommen ist, dass ich das jetzt für 2018 gemacht habe. Ich habe keinen Plan, es ist einfach passiert. Ich habe mir Zettel und Stift zur Hand genommen, habe ein paar Bücher rausgeschrieben. Ich habe es tatsächlich zusammen mit euch im letzten Stream angefangen. Und ja, da ist irgendwie so ein bisschen was draus geworden. Und ich dachte mir, ich stelle euch diese Leseliste einfach mal für alle nochmal einmal vor. Ja, und am Ende des Jahres kann ich dann gucken, ob ich mich dran gehalten habe, ob ich es geschafft habe. Ich weiß es nicht. Ich möchte ja auch tatsächlich nicht an Challenges teilnehmen. Abgesehen natürlich an der übergeordneten Challenge, dass ich sage, ich möchte mehr lesen im kommenden Jahr. Und jetzt habe ich auch noch ein paar Buchtitel dazu. Also ich muss dazu sagen, ich habe wieder so ein Gemisch aus den und den Autor und vielleicht eine Reihe beenden. Teilweise befinden sich die Bücher übrigens noch nicht in meinem Regal. Die Bücher, die sich in meinem Regal befinden, habe ich allerdings schon mal rausgesucht für euch. Die zeige ich euch gleich. Den Rest, ja, werde ich vermutlich sogar bei Goodreads auf meine Want-to-Read-Liste setzen. Ja, ich fange einfach mal an. Es sind jetzt tatsächlich 15 Bücher, die ich mir rausgesucht habe. Ich habe mir bei Goodreads das Ziel gesetzt, 25 Bücher im Jahr 2018 zu lesen. Eins ist bereits geschafft, zumindest zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video drehe. Eventuell habe ich, wenn es online geht, schon mehr geschafft. Ich glaube es allerdings nicht. Es sind zusätzlich außerdem nur Printtitel drauf gelandet. Also ich habe jetzt keine Hörbücher auf diese Liste gesetzt. Ich denke mal, vielleicht höre ich auch ein paar Hörbücher. Ich habe keine Ahnung, das werde ich dann merken im Laufe der Zeit. Wie gesagt, es sind 15 Titel, die ich mir rausgeschrieben habe. Ja, dann habe ich 10 theoretisch noch frei. Mal gucken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wie viele Bücher ich im letzten Jahr geschafft habe. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Fangen wir einfach mal an. Ich habe es eben schon kurz gesagt. Manchmal habe ich es, dass ich mir so Autoren für ein bestimmtes Jahr vornehme. Und das ist mir in diesem Jahr auch passiert. Beziehungsweise es ist mir passiert, dass ich mir einen Autoren vorgenommen habe. Und zwar Markus Heitz. Es ist vor einer Woche circa schon mal ein Video online gegangen, eine Rezension online gegangen zu Ritus, einem seiner Fantasy-Bücher, die er geschrieben hat. Und ich bin tatsächlich relativ durch Zufall über dieses Buch gestolpert in einem Bücherregal von einem Freund von mir. Und da wurde ich dann tatsächlich so ein bisschen Markus angetriggert und dachte mir so, Mensch, von dem möchtest du noch mehr lesen? Und ja, dann habt ihr mir noch direkt ein paar weitere Titel von Markus Heitz um die Ohren geworfen, die ich auch unbedingt in Verbindung mit Ritus lesen muss. Und die habe ich mir rausgeschrieben. Passt auf. Auf jeden Fall gehört er erstmal Ritus auf diese Liste. Die ist jetzt allerdings schon, der ist allerdings schon wieder runter, weil ich ja das schon gelesen habe, bevor ich jetzt diese Liste überhaupt erstellt habe. Als zweites kommt Sanctum. Das ist der direkte Nachfolger von Ritus. Das folgt übrigens, das kommt übrigens auch aus dem Fremdenbücherregal. Habe ich mir direkt danach ausgeliehen. Sanctum ist der zweite Band von Ritus, ebenfalls von Markus Heitz. Und das muss natürlich auch in diesem Jahr beendet werden. Mal abgesehen davon, dass ich das Buch bereits angefangen habe zu lesen. Die Bücher, die jetzt folgen, habe ich noch nicht in meinem Regal stehen. Deswegen blende ich die euch hier oben jetzt einfach mal ein. Auf Sanctum folgen nämlich die Titel, nicht zwingend so, dass ich sie direkt lesen muss, aber in der Reihenfolge, wenn ich sie denn lese, werde ich sie lesen müssen. Blutportale, Kinder des Judas, Judas Sohn und Judas Töchter. Blutportale ist ein Einzelband, soweit ich weiß, und die Judas-Titel sind eine Trilogie
Und in dem Teil geht es um Werwölfe. Quatsch, nicht um Werwölfe, um Vampire, wie mir gesagt worden ist. Und in Ritus und Sanctum geht es um Werwölfe dafür. Und ich bin ja ein totaler Werwolf-Fan, deswegen hat mir Ritus auch total zugesagt und Sanctum jetzt auch. Wie mir dann die Blutportale und die Judas-Reihe gefällt, frage ich mich, bin gespannt. Auf jeden Fall werde ich das wohl lesen müssen, um im Endeffekt von Markus Heitz Exkarnation lesen zu können. Da sollen nämlich im Endeffekt die Titel alle ein bisschen, die Charaktere, die Figuren alle wieder ihren Weg zusammenfinden. Deswegen ist es wohl empfehlenswert, die anderen Titel vorher auch zu lesen. Seht ihr das auch so oder seht ihr das anders? Macht ihr das auch so, dass wenn Titel irgendwie zusammengehören, beziehungsweise wenn die Charaktere sich so ein bisschen überschneiden, lest ihr die dann auch oder lest ihr die dann einfach so als Einzelband? Wie macht ihr das? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Auf jeden Fall sind mit diesen Büchern, mit Sanctum, Blutportale, Judas, Judassohn und Judastöchter und Exkarnation bereits 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher ja auf meiner Leseliste 2018 gelandet. Yay! Tja, Leute, das war's allerdings noch nicht mit Markus Heitz. Ich habe ja noch mehr von Markus im Regal stehen. Und zwar habe ich noch 2 Rezensionsexemplare von ihm im Regal stehen, Gottchen. Und wenn ich schon ein Markus Heitz Jahr mache und wenn ich ihn schon als Rezensionsexemplar im Regal stehen habe, muss auf jeden Fall Vedora 2 noch gelesen werden. Das ist definitiv ebenfalls ein Muss für das kommende Jahr. Ja, da habe ich tatsächlich auch zu meinem ersten, zum Vedora 1, habe ich ebenfalls eine Rezension geschrieben und auch aufgenommen. Findet ihr unten in meiner Infobox natürlich. Ist auch ein Fantasy Bereich. Allerdings spielt es in einer Wüstenwelt und es ist in einer RPG-Welt, die er mal entworfen hat, ansässig. Ja, lest euch am besten oder schaut euch einfach meine Rezension dazu an zum ersten Teil. Band 2 gehört auf jeden Fall auf meine Leseliste für 2018. Ja, das nächste Rezensionsexemplar, das ich von Markus Heitz noch im Regal stehen habe, ist das Teufelsgebetbuch. Gebetbuch, nicht Gebetsbuch, Gebetbuch, das Teufelsgebetbuch, ist ebenfalls ein fetter Schmöker. Also ich werde dieses Jahr auf jeden Fall fette Bücher lesen, wenn ich Markus Heitz lese. Auf dieses Buch habe ich mich mega lange gefreut und es steht auch schon eine Weile in meinem Regal und ich weiß einfach nicht, warum ich es noch nicht gelesen habe. Also gut, ich weiß es schon, weil ich relativ wenig gelesen habe und weil ich mir irgendwie nicht nach dem dicken Schmöker war momentan. Ja, ist aber auf jeden Fall auch ein Muss für 2018. Und ich glaube, damit habe ich Markus Heitz schon mal abgeklärt. Also ich fasse nochmal zusammen. Sanctum, Blutportale, Kinder des Judas, Judas Söhne, Judas Töchter, Exkarnation, Vedora 2 und des Teufels Gebeten. Das sind 8 Bücher, die ich 2018 von Markus Heitz lesen möchte. Ich glaube, da habe ich mir ein bisschen was vorgenommen. Wo wir gerade bei Autoren sind, machen wir doch direkt mal weiter. Ich habe ja irgendwie so diesen Fable tatsächlich von Autoren, wenn ich mehrere Bücher lese, von denen, dass ich dann diese Bücher auch in einer Reihenfolge lese. Eben in der Reihenfolge, wie sie erschienen sind, beziehungsweise wie sie halt eigentlich zu lesen sind. Und dieses Phänomen von Charakteren, die in verschiedenen Bänden wieder auftauchen, haben wir ebenfalls bei Wolf Dawn. Und ich habe bereits einige Bücher von Wolf Dawn gelesen, inklusive Phobia, wenn mich nicht alles täuscht. Heißt aber, es fehlen mir bis jetzt, also Stand Januar 2018, 2 Bücher von Wolf Dawn, die ich noch nicht gelesen habe. Und das ist einmal Die Nacht gehört den Wölfen. Ist noch nicht in meinem Regal, wird aber demnächst bei mir einziehen müssen. Und als zweites Die Kinder, ebenfalls von Wolf Dawn natürlich, ist sein aktuellstes Buch, habe ich glaube ich auf der Buchmesse im Oktober, also auf der Frankfurter Buchmesse gekauft. Steht also auch schon eine ganze Weile bei mir im Regal. Deshalb ist da sogar eigentlich... Ist da... Ja, es ist sogar eine Signatur drinne. Ist also ebenfalls ein Titel, der 2018 gelesen werden muss. Schauen wir also mal. 8 Bücher, die ich von Markus Heitz lesen möchte, plus 2 Bücher, die ich von
Wolf Dorn lesen möchte, sind wir schon bei 10 Büchern. Es folgen also noch 5. Bevor wir jetzt übergehen zu Büchern, die eventuell eine Reihe beenden oder eine Reihe beginnen könnten, boah, Mensch, gehen wir zu einem Einzelband, den ich bereits angefangen habe zu lesen, Arena. Ich bin tatsächlich schon mit den ersten 2 Drittel durch, glaube ich, circa, naja, eine gute Hälfte habe ich geschafft. Bin allerdings noch nicht ganz durch. Ich habe Ende 2017 aufgehört zu lesen, weil ich dann Ritus begonnen habe. Dieses Buch möchte ich aber ganz, ganz dringend als eins der ersten Bücher 2018 beenden, weil es also relativ wahrscheinlich ist, dass ich dieses Buch beenden werde, kann ich es auch direkt auf meine Leseliste setzen. Weil die anderen Bücher alle irgendwie mit Reihen zu tun haben, habe ich mir gedacht, ich schnapp mir nochmal den Einzelband, den ich auf jeden Fall auch lesen möchte. Es handelt sich ebenfalls um ein Rezensionsexemplar. Flugangst 7a von Sebastian Fitzek habe ich als Rezensionsexemplar bekommen. Nochmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön an den Drömer Knauer Verlag. Ich habe mich so gefreut, als das in meiner Post war. Und weiß noch wer von euch, dass ich 2017 unter die Thriller-Leser gegangen bin. Und deshalb ist natürlich auch ein Sebastian Fitzek Buch für 2018 mit in Planung. Und dann natürlich dieses Rezensionsexemplar. Und ganz ehrlich, Leute, ich freue mich sehr auf dieses Buch. Und ich hoffe auch, dass ich es relativ am Anfang von 2018 lesen kann. Beziehungsweise lesen werde. Könnte ich theoretisch ja jetzt schon, ne? Ich könnte ja theoretisch jetzt so aus dem Stegreif anfangen. Aber hey! So, wie war das mit den Reihen, die ich noch lesen möchte? Und ich glaube, ich zeige euch zuerst die Reihen, die ich anfangen will. Ja, ich glaube, das ist ein guter Plan. Und zwar mit dem ersten, das erste Buch, mit dem ich auf jeden Fall eine längere Reihe anfangen werde. Obsidian. Schattendunkel von Jennifer L. Armentrout. Ist ebenfalls im Zuge der Oktobermesse, also der Frankfurter Buchmesse, bei mir eingezogen. Und ist natürlich der Auftakt von einer 1, 2, 3, 4, 5-bändigen Reihe. 5 Bände, Leute. 5. Gut, Markus Heitz ist nichts dagegen. Aber 5 Bände. Gut, es sind ein paar weniger Seiten. Knappe 400. Nein, gute 400. Aber, ja. Ob ich den Rest der Reihe lesen werde, weiß ich nicht. Aber ich möchte tatsächlich in diesen ersten Band reinlesen und ihn am besten auch beenden. Also mit diesem ersten Band in diese Reihe reinlesen, weil ich so viel Gutes darüber gehört habe. Und ich hätte so unheimlich gerne mal wieder eine Reihe, die mich richtig schön in den Band zieht. Ja, und dazu, von wegen Reihen, die mich richtig schön in den Bann ziehen, zählt diese Dystopie. Die 5. Welle von Rick Jancy ist der Auftakt einer Trilogie. Ist, wie gesagt, eine Dystopie und der erste Band ist bereits verfilmt worden. Ich habe den Film bisher noch nicht gesehen. Ich möchte ihn aber gerne irgendwann sehen. Weil ich aber ungern Filme gucke, bevor ich die Bücher gelesen habe, habe ich mir vorgenommen, hier möchte ich als erstes tatsächlich das Buch lesen, bevor ich im Endeffekt den Film lese. Gleichzeitig habe ich halt wirklich die Hoffnung, dass mir diese Reihe so gut gefallen wird. Ja, vielleicht so ein bisschen in Tribute von Panem, beziehungsweise die Bestimmungsrichtung. Ich habe schon wieder negative Meinungen, was das angeht, gehört, aber ich möchte mir selbst ein Urteil darüber bilden. Deshalb zählt das hier auf jeden Fall auf meine Leseliste 2018. Wollen wir nochmal zu etwas Positiverem kommen? Da ist ein Buch umgefallen. Was die Reihen betrifft. Ich habe mir nämlich gleichzeitig 2 Reihen rausgesucht, die ich in diesem Jahr beenden möchte. Und zwar als erstes Requiem. Das ist der 3. Band von Lauren Olivers Armor-Trilogie. Ich habe die Armor-Trilogie vor Jahren gelesen. Und also den ersten und den zweiten Band. Da waren die beiden noch Hardcover. Und sie haben mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Jetzt habe ich den 3. Band auch schon eine ganze Weile auf meinem Sub liegen. Bin aber nie dazu gekommen, die Reihe mal zu beenden. Ich habe mir das schon häufiger vorgenommen, aber es hat nie irgendwie funktioniert. Deswegen habe ich gedacht, das mache ich jetzt einfach 2018 mal. So viele Seiten hat dieser Band ja auch gar nicht. Ich glaube, das sind jetzt tatsächlich nur knappe 400. Und ich möchte einfach echt gerne wissen, wie es ausgeht.
Der nächste Band geht tatsächlich wieder etwas in eine andere Richtung und ich habe ihn mir ausgesucht, weil es in die Fantasy-Richtung geht. Und zwar Nightshade, Dunkle Zeit von Andrea Kremer. Das ist noch aus der Zeit, wo der Lux Verlag mich so total im Griff hatte mit seinen Fantasy-Büchern. Ist der zweite Band und damit tatsächlich auch der letzte Band, hoffe ich, glaube ich. Ich glaube, es gibt keinen dritten Band von dieser Nightshade-Reihe. Auf jeden Fall ist der zweite Band der, den ich halt auch bei mir im Regal stehen habe. Einen dritten habe ich auf jeden Fall nicht. Damit würde ich ihn zumindest endlich mal aus meinem Regal lesen. Hätte für mich die Reihe abgeschlossen. Es sei denn natürlich, es stellt sich heraus, dass es noch einen dritten Band gibt. Wovon ich aber eigentlich nicht ausgehe. Falls ihr andere Infos habt, dürfte sie mir gerne in die Kommentare schreiben. Jedenfalls möchte ich damit eigentlich hoffentlich auch eine Reihe beenden. Und so dick sieht das Buch gar nicht aus. Es sind, glaube ich, nur 300 Seiten. Also ist das ja eigentlich ganz gut machbar. Fassen wir nochmal zusammen. Ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich 16 Bücher aufgelistet, nicht 15. Aber gut, dann lasst es 16 Bücher sein mit dem einen Buch, das ich ja im letzten Jahr schon begonnen habe. Also zählen tut es, aber nur zur Hälfte. Lasst es 16 Bücher sein. Gut. Was meint ihr? Schaffe ich es, diese 16 Bücher zu lesen? Ich bin tatsächlich noch nicht so ganz davon überzeugt, dass ich es schaffe, alle Markus Heitz Bücher zu lesen, weil es einfach 8 Stück sind. Habe ich mir zu viel vorgenommen? Ich glaube nämlich, ich habe 2017 nicht 16 Bücher geschafft. Ich habe, glaube ich, weniger geschafft, aber meine Motivation für 2018 ist größer. Yay! Ich habe auf jeden Fall, bevor ich dieses Video aufgenommen habe, mir nochmal meine Subliste angeguckt auf meinem Blog, der ein bisschen eingestaubt ist und deswegen war auch meine Subliste eingestaubt. Ich habe sie nochmal überarbeitet und musste feststellen, ich habe momentan 130 Bücher ungelesen im Regal stehen. Und das sind tatsächlich nur die Bücher, die in meinem eigenen Regal stehen. Das ist etwas mehr, als ich eigentlich dachte. Ich habe halt ein bisschen die Pflege in letzter Zeit verpasst und dadurch haben sich ein paar Bücher dazwischen geschlichen, die ich halt nicht draufgelistet hatte. Ich habe also theoretisch ein bisschen was zu tun. Ich möchte meinen Sub ein bisschen verringern und ich möchte diese 16 Bücher, die ich jetzt aufgelistet habe, lesen. Ob ich es schaffe, wird sich wohl im Laufe der Zeit rausstellen, was? Aber mal schauen. Ich habe jetzt das erste Mal überhaupt eine Leseliste für mich erstellt und ob es klappt, ich habe keine Ahnung. Wie macht ihr das? Schreibt ihr regelmäßig Leselisten oder lest ihr einfach das, was euch gerade in die Hand fällt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut gerne nochmal in anderen Videos vorbei. Lasst mir ein Abo da und ansonsten sehen wir uns in einem nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.